Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute dieses Buch hier vorstellen. Das ist Wow Mom aus dem Krüger Verlag. Der Mama-Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Und ich finde ja, wenn ein Kind geboren wird, sollte man nicht nur Geschenke für das Kind mitbringen, sondern auch für die Mama. Denn wenn es das erste Kind ist, wurde auch eine Mama geboren. Das lassen wir viel zu oft hinten wegfallen. Und aus vielerlei Gründen finde ich dieses Buch extrem gelungen und extrem wertvoll. Ich werde euch gleich einiges darüber erzählen. Es geht so ganz im Allgemeinen um die Mama und ihre Emotionen. Und genauso ist das Buch auch aufgebaut. Es gibt 12 Kapitel und die heißen dann zum Beispiel: Wow, bin ich glücklich. Wow, bin ich unsicher. Wow, bin ich müde. Wow, bin ich verliebt. Wow, bin ich einsam. Wow, bin ich über- und unterfordert. Wow, bin ich dankbar. Wow, bin ich verzweifelt. Wow, bin ich stolz. Wow, bin ich wütend. Wow, bin ich motiviert. Wow, bin ich emotional. Das heißt, wird die gesamte Gefühlspalette wird endlich mal angesprochen. Nicht nur die negativen oder nicht nur die positiven. Das ist wirklich sehr, sehr ehrlich. Es ist auch lustig. Es ist auch mal melancholisch, natürlich. Und da haben halt Expertinnen mitgearbeitet und auch Gastautorinnen. Und dieser Hauptkern ist wirklich so dieses: Du bist nicht allein damit. Du bist nicht allein mit dem Aufs und Abs und vor allen Dingen auch mit den negativen Emotionen. Das muss viel öfter gesagt werden, dass das völlig normal ist, dass sich dafür niemand schämen muss oder sich irgendwie dafür fertig machen muss, dass er in dieser ersten Babyzeit auch viele negative Emotionen einfach da sind. Und es wird einfach vermittelt, dass nichts und niemand perfekt sein muss. Und in einer Welt, wo Instagram uns viel Perfektionismus vorgaukelt, ist es sehr, sehr wichtig, das mal wieder zu sagen, dass nichts und niemand perfekt sein muss. Vor allen Dingen nicht im ersten Babyjahr. Und dass alle Gefühle in Ordnung sind, dass alle Gefühle da sein dürfen, dass alle Gefühle auch gesehen werden wollen. Und dass es richtig doll schädlich ist, irgendwelche Gefühle zu unterdrücken. Übrigens, das Cover ist so gemacht, dass man das mit Feuchttüchern abwischen kann. Ja? Also es ist wirklich von vorn bis hinten das perfekte Mütterbuch. Und ihr habt hier drin, also nicht nur, es gibt nicht nur Sachen zum Lesen, ist auch übrigens super süß illustriert, nicht nur Sachen zum Lesen, sondern ihr könnt hier auch Notizen reinmachen. Ihr habt auch Sachen, wo ihr manchmal was ankreuzen könnt, was ich sehr geil finde. Zum Beispiel: Und was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Und da kann man dann so Sachen ankreuzen wie: Niemand sieht, dass ich heute das 48. kleine Söckchen gewaschen habe. Niemand sieht die Schweißausbrüche, die ich bekam, als ich pünktlich zum Termin erscheinen wollte. Niemand sieht, wie lange ich im Kaufhaus nach einer ruhigen Ecke gesucht habe, um dem hungrigen Baby seine Milch zu geben. Niemand sieht, wie ich grübele, ob ich das wirklich alles so richtig mache. Niemand sieht, wie ich die kleinen Wangen eincreme, damit sie nicht in der Sonne verbrennen. Niemand sieht, wie ich panisch durchs Haus renne, weil das Lieblingskuscheltier verschwunden ist. Niemand sieht die Kämpfe beim Fingernägelschneiden. Niemand sieht, wie ich mir im Kopf Pläne mache, was es in den nächsten Tagen zu essen geben könnte, damit wir abends alle mal wieder etwas Gesundes zu uns nehmen können. Niemand sieht, wie viele Sachen ich tagsüber hin und her räume, damit es abends halbwegs gemütlich bei uns ist. Niemand sieht, wie ich dem Baby vorsinge. Niemand sieht, wie wir gemeinsam den Frust verarbeiten, wenn es mit den Krabbelversuchen wieder nicht hingehauen hat. Niemand sieht, dass ich jeden Tag da bin, psychisch und physisch, emotional und körperlich. Niemand sieht, dass mein Kaffee schon wieder kalt war, als ich endlich zum Trinken komme. Niemand sieht, wie ich die Milchflecken aus der Couch entferne, weil es nicht klappt. Ich glaube, die bleiben für immer. Niemand sieht, dass das hier manchmal einem Job im höheren Management gleicht. Also wirklich, wirklich ehrlich und das, was Mütter brauchen. Hier auch sehr geil: Die besten Geschenke für einsame Mütter. Hier eine Wunschliste zum Fröhlichmachen. Und also wo es dann so um das Thema geht, ich fühle mich einsam. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Übungen, um sich besser zu fühlen, wie diese hier.
Mit welchen Worten würdest du dich heute loben, wenn du deine beste Freundin wärst? Also auch mega, 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 mega schön. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Listen. Also man kann wirklich mit diesem Buch auch arbeiten. Man kann das dann als Erinnerung aufheben, um sich immer wieder an dieses erste Babyjahr zu erinnern. Und hier hat man auch so meine wichtigsten Menschen, also mit wem ich mir die nächste Beauty-Session gönne, bei wem ich mich benehmen und sein kann, wie ich will. Dann hat man hier auch noch, mit wem ich unbedingt alt werden will, wem ich dringend mal wieder schreiben müsste, mit wem ich mal wieder so richtig auf der Couch gammeln würde. Also so, so, so fantastisch. Das heißt, wenn ihr mal wieder ein Geschenk sucht für eine frisch gebackene Mama oder jetzt zu Weihnachten noch mal was sucht für eine Mama, die noch nicht ganz so lange Mama ist, dann würde ich euch tatsächlich sehr dieses Buch empfehlen, weil das wirklich ganz, ganz klasse ist. Und die Autorinnen dieses Buches, die kennt man vielleicht, und zwar von dem Blog Stadtland Mama. Und auch schon auf dem Blog haben sie so den Druck einfach genommen aus dieser Mutterschaft und sagen hier auch nochmal ganz deutlich, jede Mama ist die Beste für ihr Kind. Und ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ja, es ist auch echt schön, ne? Hier so mit dem Gold. Es spricht mich auch optisch tatsächlich sehr an. Und wie gesagt, dieses kleine Extra, dass das mit Feuchttüchern abwischbar ist. Es ist einfach so, so, so fantastisch. Da merkt man einfach, dass es von Müttern für Mütter geschrieben wurde. Genau, also sehr, sehr geil. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ich hoffe, meine kleine Buchvorstellung hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!